Bein und wieder zurück. Und das den ganzen Tag. Oder Nacht, je nachdem. Jetzt wird gerade die Musik cool. Irgendwie. Ah, nee, das sah so aus, wie als könnte ich es benutzen. Aber mein Fehler. Ah, also ich bin jetzt hier gewesen. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte aus. Gehen wir mal zur Citadel-Botschaft. Vielleicht finden wir hier noch was. Ah. Fünf. Es geht. Zimmerndes? Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Warum tun Sie das? Versuchen Sie, den Reapern zu helfen? Wir haben aus geheimen Quellen Informationen über die Entflammten erhalten. Die Entflammten? Sie meinen die Proteaner? Ja. Wie Sie wissen, Commander Shepard, wurden aus den Proteanern die Kollektoren. Und die Kollektoren dienen den Reapern. Oh nein. Das meinen Sie nicht ernst. Daher müssen wir als treue Diener der Entflammten den Reapern ebenfalls dienen. Sie große, dumme Qualle. Die Indoktrination hat anscheinend seiner Denkfähigkeit schwer geschadet. Nicht nur das. Es ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Ja, sie sind wahnsinnig schön. Und wir lassen nicht zu, dass sie ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Das ist schön. Und den habe ich gerade hochgeladen. Das ist nicht schön. Moment! Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Vergessen Sie mich! Bitte. Stoppen Sie den Upload! Bam, bam. Sie haben ihr Möglichstes getan. Es war nicht genug. Die Hanar werden heute ihre Heimat verlieren. Ich hätte sterben sollen. Ach was. Die Hanar haben sich das selbst zuzuschreiben. Und ich brauche jetzt so viele Spectre wie möglich auf meiner Seite. Danke, Shepard. Ich werde mich bei Zeiten bei Ihnen revanchieren. Mit ein paar Freunden. Sehr schön. Spectre-Einheit. Yeah! So wird das gemacht. Okay, was haben wir jetzt so für Quests? Organisation. Bloodpack, bla, so weiter. Codex gibt's nicht weiter. Sehr schön. Verbesserte Energieraster. Okay. Banner des ersten Regiments. Aria Eclipse, Blue Suns und Bloodpack. Okay. Zielsicherheitsstation im Präsidiumshaus mit Ney. Sprechen Sie mit Flüchtlingslager der Citadel. Ja, genau. Flüchtlingslager. Gehen wir mal zum Flüchtlingslager. Willkommen, Commander Chef. Einen Moment, bitte. Ich nehme an, das Flüchtlingslager ist aber der Bereich. Anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären. Aber krass. Einfach aus dem Bild gegangen und dann voll eine weggepfeffert. So muss das gehen. Wahrscheinlich hier. Nee, das ist der Prediger. Der tut meistens niemandem was. Okay. Hier gibt es niemanden, der mit mir reden könnte. Da jemand von hier? Nein. Eventuell hier. Nö. Die wollen alle nicht reden. Muss doch irgendwo jemand sein. Ne, hier sind auch noch so Lala-Teile. Aha. Wow. Aria hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt.
Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Schon wieder. Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Na, dann sollen sie das mal lassen. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Das stimmt. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Arias Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Aber ich werde trotzdem nicht versichert. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Oh, okay. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Das stimmt wirklich. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Das ist doch genau dasselbe. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Das stimmt wirklich. Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Okay. Hätten wir das wieder mal geklärt. Gut. Es hat nur Blue Suns Antwort, nee, brauchen wir nicht. Blood Paper, Selbstmordgruppe und die Führung, bla. Sprechen Sie mit dem Präsidiumsunterhaus mit Nord. Okay. C-Sicherheitsstation im Präsidiumsunterhaus mit Commander Baileys. Okay. Also waren wir jetzt ja immer hochgelaufen, immer runtergelaufen, nur damit wir nicht in dieses Präsidiumsgebäude müssen. Jetzt wird's aber Zeit. Willkommen, Commander Shepard. Mal schon, brauche ich nicht. Ja. Ankunft im Präsidium. Das ist ja mal schön. Hallo, Commander. Sie befinden sich auf der Hauptpromenade der Einkaufsgalerie. Geschäfte hier bieten. Geschäfte. Über unsere aktuelle Sonderpromotion erfahren Sie bei mir oder in der Citadel Tourismus und Besucherabteilung. Und was spießt du dir das so aus? Vertraut. Geräusche, Gerüche. Die aktuelle Dekoration wurde von Botschafter Usoba genehmigt, der auf der Citadel die Menschen von der Erde. Jede Spezies mit Botschaftsrecht auf der Citadel kann sich um einen Zeitraum im Dekorationskalender zur Umgestaltung der Promenaden und Parks bewerben. Cool. Einzige Bedingung dabei ist, dass die Verschönerungen für andere Spezies auf der Citadel nicht giftig sind. Was ist das für eine Promotion? Die Produzentin Jean-Marie Erinaceus spendet einen Teil der Einnahmen ihres neuen Blasto-Films dem Verteidigungsfonds der Citadel. Audio-Ausschnitte aus Blasto 6, Komplizen, stehen jetzt zu ihrem Hörvergnügen bereit, direkt hier im Präsidium. Wo kann ich mir das anhören? Begeben Sie sich dazu einfach in den Filmgang und suchen Sie die Werbetafel von Blasto 6 Komplizen. Das ist alles. Nett. Wenn Sie weitere. Dann hätten wir wieder ein Quest erledigt oder angenommen. Wenn wir uns als Soldaten verpflichten, können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Sie beide könnten Leben retten, indem sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Yep. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen. Ja, genau. Wow. Spectre. Oh, was gibt's denn hier Feines?
Fischkeul. Yep. Blood Dragon Panzerung. Aufladetempo der Kräfte plus 10%. Okay. Leider ging das Buch von Planix auf unser Kanala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Danke, dass Sie bei Kanala Export eingekauft haben. Ah, eigentlich kaufe ich die bloß da, um sie da zu haben. Erhalten Sie 2 besondere Panzerungen. Die Rune, Buch der Play, was auch immer. Oh, und hier haben wir noch was. Okay. Cerberus Sturmpanzer. Nein! Mist. Das ist eine schöne Rüstung. Jo, was geht? Wieso? Wer ist das? Größere Kolonien scheinen bevorzugte Ziele zu sein. Na, das stimmt wirklich. Aber wenn sich. Na. Ich denke, ich werde mit dem Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt okay. wurde. Und wenn na, was passiert denn jetzt? Über die Videos zu freuen, das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und die Asari wieder. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Ja, sag's ihm. So. Wow. Oh. Alter, wenn man hier durchschleppt, kriegt man doch die... voll die Krise, ey. Hier war... wow. Okay, ich gehe erstmal kurz nur hier oben lang. Ich habe Pelevan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn sie helfen kann. Das stimmt. Wenn sie ihre Aktien verkaufen und sich absetzen, bitte. Aber ich möchte die Werbung an die Hanna einmal. Dann hätten wir die schon mal gewarnt. Gut, jetzt brauche ich nur noch irgendwie. Oh. Nall ist da oben. Was gibt's denn hier unten erstmal Feines? Das ist ein riesen Areal, muss man wirklich sagen. Vor allen Dingen schön. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Natürlich. Gelege? Klingt komisch. Ah, wer bist du denn? Er will anscheinend nicht reden. Was? Ah, Mann.